Willkommen zurück zu Diplomatie ist keine Option. Ich habe jetzt gerade schon mal 20 Minuten gespielt, um wieder reinzukommen. Jetzt bin ich wieder warm, los geht's. Also ich habe ja jetzt bestimmt eine Woche nicht gespielt, weil ich es voll aufgenommen habe. So, das erste Problem, was wir haben in unserem Management, ist das hier. Und zwar haben die Leute so viel zu tun, wir upgraden die Dinger jetzt erstmal. Die ganzen Leichen müssen wegtransportiert werden. Und gleich kommen jetzt hier schon die nächste Welle. In 2 Minuten, die kommt von hier und gehen hier rüber. Dann müssen wir an beiden Seiten kämpfen. Und die Trebuchets sind der Knaller. In den 20 Minuten habe ich so viel gesehen. Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall einige Schwachstellen, die wir alle ausbügeln müssen. Und hier ist es auch auf jeden Fall ein großer Turm mit Bogenschützen. Irgendwie... Ach, guck mal, diese massiven Türme. Ich meine, wir können auch so einen massiven Turm hier machen. Und einfach alles mit Bogenschützen mal drauf knallen. Oder 2 hier in so. Wäre auch mal eine Option. Wir wollten den nach vorne machen, immer einen, ne? Einen nach vorne. Entschuldigung. Wir werden ja sowieso irgendwann alle upgraden. So und so am besten. Ja, na, wir machen jetzt mal nur den einen. Ich bin ja froh, wenn die fertig sind. Wir haben keinen Lagerplatz mehr. Wir sind aber auf der nächsten Stufe. Dann machen wir die beiden Lager mal hoch. Und viele Vorkommen sind schon wieder leer. Das heißt auch, wir kriegen Arbeitsplätze zurück. Okay. Ich bin eben in den 20 Minuten hier ein bisschen rumgelaufen und wollte hier kaputt machen. Hier waren über Katapulte. Hab's aber kaputt gekriegt. Da kam noch eine Welle. Und dann bin ich draufgegangen. Aber ich habe davor viel zu lange rumprobiert, wieder wo ich war und was fehlt. Aber es geht alles, ja? Jetzt machen wir Forschung und zwar Laufgeschwindigkeit hoch. Und wir müssen neue Münzen machen. Entschuldigung. Neue Münzen machen. Eigentlich würde ich gerne gar nicht laden. Aber so ein Autosave ist schon praktisch. Also da kann man sich nicht beschweren. Machen wir mal 7 Münzen. Und dann sind die hier reingelaufen, haben den Friedhof kaputt gemacht und dann ist das hier kaputt gegangen und dann ist das Luftschiff abgestürzt und explodiert. Geil, oder? Das war richtig lustig. So, eigentlich müssen wir auch die Kaserne aufwerten, weil wir brauchen die hier. Was kostet Münzen? Na, die holen wir jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Armbrustschützen. Eigentlich ist das schon das Wichtigste. So, die Häuser sind alle hier, die können wir alle aufwerten. Dann können wir das aufwerten, nee, können wir nicht. Und die Sammler können wir auch nicht aufwerten, ne? Wie viele Sammler haben wir denn? 3. Insgesamt 3? Nur? Warum wählt der denn die Mauer aus? Okay, das ist ein Bug. So, jetzt kommen die. Jetzt stellen wir hier die Soldaten hin. Die Trebuchets kommen alle rein. Hier sind noch 2 Katapulte, die können wir auch hinstellen. Ist ja eigentlich egal. Und die Armbrustschützen dahinter. Und die Heiler natürlich. Bogenschützen nach vorne, los, vorwärts! Das sieht so cool aus. Das Spiel ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das volle Spiel so ist. Hat so seine Makel. Balliste müssen wir eigentlich auch mal bauen. Machen wir jetzt mal 4 Stück. Dass wir ein bisschen das so ein bisschen aufteilen können. Okay. Ah, guck, wir haben die größte Bauarbeiter gebaut, jetzt legen wir direkt los. So, hier machen wir nur Position halten. Alter, guck mal, die Trebuchets. Alter, da bleibt nichts stehen, wo die hinballern, ey. Natürlich geht jetzt auch der Wald drauf, aber was soll man machen? Habt ihr eigentlich mal gesehen, dass der Wald wächst? Das würde ich auch mal gerne wissen. Das Luftschiff ist angekommen. Sehr schön. Dann upgraden. Ah, ne. Ich wollte... Ich habe schon wieder vergessen. So, wir müssen die hier mal upgraden gleich. Haltet die Linie! Diese blöden Großen bauen mit ihren Keulen. Ah, da hinten ist super. Also die Verteilung funktioniert einwandfrei. Da sind sie nicht einmal durchgebrochen. Mit den 4 Katapulten. Nun läuft das eigentlich ziemlich gut. Guck mal, wie die rumfliegen. Geil, oder? Ah, schön. Ja, nur die Stellung halten. Wir müssen nicht in den Nahkampf gehen. Ja, der muss auf jeden Fall auch nochmal... Da müssen wir mehr reinballern. Haben wir den Brunnen aufgewertet? Ja, haben wir. Wir haben jetzt Zeit weiterzubauen. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit gucken, wie es dann... Oh, das müssen wir bauen. Astralstahl, Massenheilung und Meteor.
Okay, hier ist immer noch alles gut. So, jetzt haben wir hier... Komm, die probieren wir auch mal aus. Brauchen wir ja gar nicht irgendwo anders was hinstellen. Leer, leer. Uns bleibt ja fast nichts anderes übrig, als hier zuzumachen und hier. Dann haben auch die ganzen Fischreservoirs übrig. Ja, so was? Und eigentlich müssen wir hier zumachen, weil dann haben wir die ganzen Steinressourcen für uns. Was machen die denn für ein Damage? Ich glaube, die machen nur Schaden gegen Große und so, ne? Guck mal, ich versink in der Erde, stehend. Die machen einzelnen Schaden. Kann ich dir nicht sagen, nur große Gegner erstmal angreifen? Na, dann macht das mehr Sinn. Dafür sind die da. Ja, Essen. Ne? Ist jetzt ein neuer Tag. Jetzt ist natürlich das Essen knapp. Ja, wir können auch hier zumachen, aber dann kommen sie immer hier gegen. Alter. Wie viel kommen denn da? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen jetzt die Sammler wieder anschalten. Ach, da sind doch noch Sammler. Guck. Wir verteilen die nochmal gerade ein bisschen. Jetzt machen wir mal einen Sammler hier hin. Da hin. Hier nochmal zwei Sammler hin. Und hier kommen auch nochmal zwei Sammler hin. Ich muss aber ein paar Kornspeicher mal aufbauen. Und zwar... Oh, guck mal hier, Universität. Soll ich die jetzt schon bauen? Die bringen nämlich mehr Leute. Ne, Bomben haben wir noch nicht. Das habe ich hier oben gesehen, hier. Was haben wir gemacht? Das haben wir gemacht. Ne, hier, bauen müssen wir jetzt machen. Okay, bauen. Und dann müssen wir gucken, dass unsere Steinlieferungen und Metalllieferungen wieder reinrutschen. Dass wir da nicht irgendwie leer laufen. Ja, brauchen wir nur einer. Wir brauchen keine Zweier. Das läuft ja so schon. Das ist auch schon leer. So, ne? Da haben wir den Salat. Da haben wir zwei Vorkommen. Wer weiß, wie lange die noch halten. Und sie kommen. Und sie kommen. Immer weiter. Und immer weiter. Ja, ich glaube, das hier ist echt wichtig. Da müssen wir hier freiräumen und hier eine Mauer ziehen. Dann haben wir das wenigstens schon mal. Dann glaube ich nicht, dass die so rum angreifen. Okay, dann machen wir hier zu. Oder hier zu. Das dauert dann wahrscheinlich auch... Da brauchen wir nur Trebuchets, die schießen die doch dann platt. Pass auf. Wenn wir ein großes Tor hinsetzen, weil wir machen irgendwie... So. Und dahinter... Ne, einfach nur die Mauer, oder? Wir brauchen da kein Tor. Und machen hier so ein paar Scharfschützen hin. Die da ein bisschen hingucken. So, und hier muss zugemacht werden. Aber ich glaube... Pass auf, wir gehen mal kurz mit denen, die wir jetzt hier haben, da rein. Und dann müssen wir gleich hier hin. People are starving. Ah, toll, was? Scheiße. Yeah. Okay, warte mal. Wir beeilen uns. Our troops are under attack. Yeah. Eng und Katapult, ne. Hier, einsammeln, das Essen. Yeah. Starving kann ich jetzt nicht gebrauchen. Alle Mann da rein. Wir brauchen noch mehr Baumeister. Yeah.
Our units are in combat. So, weg mit denen hier. Und jetzt haben wir auch so ein Meteor. 10, 2. Wann kommt die nächste Welle? Kommt noch nicht. Guck mal, dann kommen wir hier so rum und hier kommen wir dann wieder. Können wir gerade aussammeln, da, Nahrung. Eigentlich müssten die Felder das gut lösen hier, aber wenn die. Können die nochmal aufwerten. Ah, da wird er angegriffen. Aber nur kurz. So, einmal durch. Das ist ein Katapult. Das kriegen wir jetzt weg, okay. Ah, da wollten sie die Baustelle kaputt machen. Ich glaube, die standen da, ne? Ach du Scheiße. Hat er sich reingeschlichen? Ich weiß nicht, wo meine ganzen Bauarbeiter immer sind. Die brauchen auf jeden Fall viel zu lange für alles. Das haben wir, das haben wir. Okay, Markt. Bereits ausgebaut. Wir lassen es erstmal so. Der arme Wald, guck mal. Ist weg. Okay. Da, jetzt gehen sie da runter. Jetzt sollten wir aber erstmal die Nahrung. Ne, die Nahrung ist safe. Ich habe halt viel gebaut, das kostet halt auch Nahrung. Wir schaffen das zeitlich jetzt nochmal hier rumzugehen. Na, aber das würde sich anbieten, hier zuzumachen. Und das wäre jetzt, glaube ich, super easy zu verteidigen. Allein schon mit 4 Trebuchets. Nur da. Wir können auch eine 4er-Mauer machen oder so, weißt du? Oder eine 3er-Mauer. Jetzt kommen sie natürlich nicht mehr durch, die Trottel. Gut, dann machen wir so. Weil es jetzt gerade nicht anders geht. Okay, jetzt kommt die nächste Welle. In 3 Minuten. Gut, das reicht nicht an der Zeit. Wir schicken schon mal die Katapulte zurück. Jetzt müssen wir alles neu besetzen. Dazu. Das ist natürlich jetzt hier die Superlücke. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt hier so gut war. So. Zuerst. Das auch zuerst. Die zurück. Jetzt bauen. Los! Oh, da kommt eine kleine Welle schon von den Außenposten. Aber wie gesagt, die halten das. Die sind super. Die Position ist göttlich. Das kommt auch als nächstes hier. Kann auch sein, dass die alle da warten, einfach nur. So, hier ist auch ein Riesenproblem. Hier müssen wir jetzt gucken. Zack. Vielleicht machen wir da mal Folgendes. Machen wir so. Die da drauf. Und die gehen auf die Mauern und so. Schadet alles nicht. Weil hier sind wir bedient.
Vielleicht tun wir noch ein paar mehr rüber. Wir gucken mal. Okay. Das Essen muss jetzt erstmal gut rollen. Muss alles gebaut werden. Ich hoffe, dass eine von hier... Oh, von hier aus kommen ja auch Gegner. Aber Glück haben, greifen sie aber nur da an. Sollte ich mich darauf verlassen? Nein. So, jetzt der dahin. Der dahin. Stress, 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 Stress. Wie schaffen sie das noch fertigzustellen? 14 Sekunden. Immerhin ist das fertig. Okay, los geht's. Die drei drauf. Enemy forces are approaching. So. Okay. Moving. Da ein paar drauf. Yes. My orders. Muss ich hier schnell gucken. Das ist gecheckt. Sehr gut. Gucken, ob hier überall genug drauf ist. Okay. If you're sure. Got it. If you're sure. Moving. Whatever you say. Guck mal, hier ist auch super. Da kommen sie. Also das hier hinten ist... Oh, von hier kommen sie auch? Oh Mann, will ich doch bloß mal aufpassen. Erstmal reingehen, erstmal reingehen. Ich glaube, wir müssen zwei davon hier hin beordern. Okay, die... Oh, ach du Scheiße. Nur Fette! Ich glaube nicht, dass ich meine Kämpfer da einsetzen will. Oh, Alter, hier auch! Und hier sind nur so ein paar. Scheiße. Der Mann ohne Augen. Ach, das hat sich schon fast erledigt. Alles klar, runter. Da werden sie durchbrechen. Das ist gar nichts. Mein Gott, Walter. Das ist auch erledigt. Aber, oh, Alter! Was geht so für Schaden? Macht das bei denen nicht? Vielleicht hat das ein bisschen geholfen. Vielleicht machen wir das nochmal. Ach, selbst wenn sie durchbrechen. Ja, da sind sie auch. Aber das hält soweit. Noch. Angriff. Fahr weg, Katapult, schnell! Um dein Leben! Fahr um dein Leben! Irgendwie die Großen sterben die wie sonst was. Ein Turm ist weg. Gut, hier müssen wir sowieso gleich alles neu bauen. Scheiße. Okay, jetzt hier oben helfen. Mein schönes Silo! Alarm! Ich glaube, ich brauche Ballisten. Immer zwei Ballisten und zwei Katapulte. Weil mittlerweile sind es keine Massen mehr, sondern Fettsäcke. Oh nein, nicht die Farben! Oh Gott, das ist wirklich nicht gut.
attacking the wall. Nein! Das ist teuer, aber ich muss es benutzen. Okay. Alles klar, wir wissen, was zu tun ist. Hier müssen wir jetzt freiräumen. Wir haben irgendwie nur 2 Minuten Zeit, bevor wir das machen, wie wir das machen können. Meine frisch gebauten Bauarbeiter, das gibt's doch nicht. Weg damit. So. Ah, so viel dazu, ey. Ich meine, sind die noch intakt? Okay. Jetzt muss man erst schnell eine Farm bauen, sonst haben wir ein Problem. Schon wieder. Müssen wir eigentlich noch eine bauen, ne? Wir haben jetzt Platz. Das ist das Tolle. So, das können wir eigentlich am besten verkaufen. Okay. Der hat viel zu tun, dafür muss noch einer her. So, alles klar. Aufräumen. Operation freiräumen. Weil hier steht alles. Doppelte Mauer. Hier machen wir jetzt mal noch zu. Das muss ja wohl funktionieren. Und dann müssen wir das hier alles abbauen, damit wir die großen Mauern damit finanzieren können. Oh, das sind Katapulte. Okay, Essen kommt wieder rein. Oh, jetzt geht der Tag, jetzt wollen sie essen. Und ich habe kein Essen. Nur die Fische leben ein unbestörtes Leben. Guck mal hier, die ganzen Büsche, hier kann ich eine super gute Industrie aufbauen. Sehr schön. Dann können wir, haben wir das ja hier gleich auch freigeräumt. Okay, so. Dann bauen wir direkt eine fette Mauer hin. Fangen wir direkt hier an. Am Kartenrand. Nee, das ist blöd. Und zwar müssen wir es hier hinsetzen. Da haben sie sich gestört gefühlt, hä? Das ist ein Katapult. Irgendwie Katapultjäger oder so. Angriff! Sehr gut, Angriff. Da. Okay, wieder zurück. Das muss gebaut werden, dann kommt da ein Tor hin. Warum was? Eigentlich brauchen wir kein Tor, aber vielleicht. Ach Quatsch, da ist kein vielleicht. Jetzt haben wir zu wenig Steine. Also, zu wenig Steine bedeutet Steindinger bauen. Und ein Lager. Ein großes brauchen wir hier.
So. Bisschen die Ecke. Mit der Zahnseide. Okay. Können wir noch da lang ein bisschen. Ist auch noch was? Das auch noch einsammeln. Das musste echt viele Leute einsammeln hier, die Bestatter. Die sind einfach viel zu träge. Die Leute. Ein Ticken schneller wäre gut. 17 Tote. Das ist leer. Da sind sie noch am Hacken. Jo, jetzt geht's hier nämlich los. Försterhaus, warte mal. Wir können ein Försterhaus bauen? Wie geil ist das denn bitte? Da können wir hier eine Förster hinbauen. Dann haben wir eine endlos Waldzone. Endlich. Okay. Habt ihr es gehört? Hab ich deinen Singen gehört oder so? Beschwörungsmäßig? Das ist außerhalb des Radius. Ist es. Our troops are under attack. Kommt Leute, ihr müsst das bauen. Ihr seid das Wichtigste überhaupt. Sehr gut, die Steinproduktion läuft wieder an. Das darf ich jetzt auch nicht vergessen hier. Our troops are under attack. Um die ersten Untoten. Our units are in combat. Machen wir gleich. Das ist ja schon mal gut, da haben wir schon mal... Aha, sehr gut. Löblich, löblich. Weiter im Text. Das ist mit dem Holz natürlich jetzt ärgerlich. Aber das können wir jetzt ändern. Jetzt haben wir natürlich keine Leute mehr. Die Holzfäller können wir bald abreißen. Essen ist sehr voll, sehr schön. Okay. Auf nach Hause. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir verkaufen nochmal. Ich glaube, wir können ein bisschen Essen verkaufen. Das ist nämlich was, was super einfach zu replacen ist. So, und ich glaube, Trebuchets bauen wir definitiv mehrere. Und die setzen wir überall hin. Eigentlich müsste ich aufwerten, Mauern. So, jetzt. Also außen kommen die Katapulte hin. Bam. Und dann spannen wir auf den nächsten. Und das da. Got it. Hey. Bäh.
Leute, ich muss jetzt leider aufhören. 30 Minuten. Also es bleibt spannend. Wir schaffen's, wir schaffen's. Ich kann auch laden im Notfall. Und da müssen wir jetzt nicht direkt unsere ganze Runde töten. Es ist ja kein Supermodus hier. Also, bis zur nächsten Folge vom Das Tümpeldorf. Also, bis dann, wie immer. Haut rein, Leute.